Moment, Moment. Bevor es losgehen konnte, hatten wir echt noch einiges vorzubereiten. Für uns begann die Reise bereits 2021 mit dem Kauf unserer Motorräder. Leute, es gibt Neuigkeiten. Da steht sie. Gerade abgeholt und auf dem Nachhauseweg direkt die 1000 Kilometer vollgemacht. Ich muss das für dich dokumentieren, damit du später deinen Kindern zeigen kannst, wann du diese Maschine abgeholt hast, die du jetzt besitzt. Pleite gegangen, ne? Ja, wegen welcher Maschine du pleite bist, ja. Da stehen sie, die beiden. Mit den beiden geht's auf große Reise. Mhm. Und? Die ersten Meter? Bist du zufrieden? Ja. Geil. Geil. Ja, das hätten wir erledigt. Motorräder kaufen war der einfachste Schritt der Reisevorbereitung. Und jetzt konnten wir eigentlich erst so richtig beginnen. Die Vorbereitungen bestanden zuerst aus ein paar kleineren Touren, die wir zusammen gemacht haben. Und vor allem die ersten Versuche auf unbefestigter Straße. Wir merkten, dass wir relativ schnell besser wurden und wagten uns nach und nach auch an etwas sandigere Untergründe. Vor allem mit den dicken Motorrädern war das am Anfang echt eine Herausforderung. Nachdem wir unsere eigenen Erfahrungen im Gelände gemacht haben, haben wir uns entschlossen, uns doch nochmal Tipps und Tricks von Profis zu holen und haben jeweils ein Training im Mammutpark gebucht. Dort waren wir den ganzen Tag mit einem Instruktor im Gelände und haben so die Grundfahrtechniken beigebracht bekommen. Das hat uns auf jeden Fall ziemlich weitergeholfen und das würden wir jedem empfehlen, der eine größere Reise plant und auch mal abseits der Wege fahren möchte. Im Anschluss haben wir jede Gelegenheit genutzt, uns zu verbessern. Allerdings wollten wir nicht nur unser Fahrkönnen verbessern, sondern auch unsere Motorräder. Wir wollten sie noch ein bisschen auf uns anpassen und die ein oder anderen Sachen mussten auch noch umgebaut werden. Moin. Also während Malte gerade drin dabei ist zu essen, mache ich mich schon mal ans Werk und heute steht der Kettensatz an. Die alte Kette ist schon runter, Ritzel ist auch schon runter, Rad ist ausgebaut, neues Ritzel habe ich gerade drauf gesteckt. Joa, ich denke, jetzt werde ich mit den Bremsen weitermachen, bevor ich das hintere Rad wieder einbaue und dann schauen wir mal weiter. Neben Reifen, Sturzbügeln und kleineren Anbauteilen hat Malte noch einen Tisch gebaut. Und zwar einen Tisch, den man zwischen die Koffer hängen kann. Dafür ist er extra zu seinem Onkel gefahren und die haben da echt ein ganz cooles Ding zusammengebaut. Nachdem wir uns die Motorräder auf unsere Bedürfnisse angepasst haben, ging es jetzt um unsere persönliche Ausrüstung. Also Zelt, Schlafsack, Kochzeug, Klamotten, alles was man so braucht für eine sechsmonatige Reise. Dieser Teil der Vorbereitung war für mich mit am schwierigsten. Unzählige Male haben wir die Ausrüstung ein- und wieder ausgepackt, bis alles am richtigen Platz war. Aber auch erstmal die Ausrüstung zusammenzustellen. Und was nimmt man überhaupt alles mit? Das sind Fragen, die stellt man sich vor der Reise, aber richtig beantworten kann man sie eigentlich erst danach. Wenn euch interessiert, was wir nächstes Mal zu Hause lassen würden und was wir auf jeden Fall wieder einpacken würden, dann guckt euch dazu das Video auf unserem Kanal an. So Malte, wie schaut's aus? Top. Passt alles? Nein. Die Motivation? Doch. Nein. Doch, es ist eigentlich gut, aber ich hatte gehofft, dass ich halt ohne meinen Tankrucksack hinkomme. Weil man einfach mehr Bewegungsfreiraum hat und man besser an den Tank drankommt und vorne noch an diese Zusatzklappe und so. Aber ich habe, also alternativ könnte ich halt noch so ein
Dryback draufpacken. Aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, dann doch lieber den Tankrucksack einfach, damit man auch noch ein bisschen Reserve hat, falls man nochmal was nachpacken muss oder so. Also bisher sind die beiden Koffer bei dir voll, inklusive der Koffererweiterung. Ja. Das, ja, diese Hecktasche und ein Dryback. Ja, ein kleines Dryback mit dem Zelt. Der dann hier so hinkommt. Weil wir die Reise auch videotechnisch begleiten wollten, mussten wir uns noch irgendwas ausdenken, wie wir Laptops oder Kameraakkus laden können. Dafür hat Malte eine kleine Ladebox in seine Koffererweiterung gebaut und ich habe den Nebenverbraucheranschluss der Teneré ins Heck gelegt. So konnte ich direkt in meiner Hecktasche die Kamera- und Drohnenakkus laden. Und dann konnte es eigentlich auch schon losgehen. Am 2. April haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir sind bei Malte zu Hause losgefahren und direkt erstmal zur Uni. Dort haben uns noch ein paar unserer Freunde verabschiedet und einige sind auf ihren Motorrädern noch ein Stück mit uns mitgefahren. Wie wir unsere ersten Kilometer auf dem Pursuit Trail zurücklegen und was für Schwierigkeiten wir dabei hatten, seht ihr in den kommenden Videos. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, das würde uns wirklich riesig helfen. Bis zum nächsten Mal. Junge, Junge.